Und hallo und herzlich willkommen zurück bei, wie heißt das Spiel nochmal? Game of Thrones. Yay, richtige Antwort. Okay, wir sollen zum Exerzierplatz gehen und uns ein bisschen mit Rekruten prügeln. Am besten wir nehmen unseren, ach, der ist schon krass hässlich, oder? Ja, komm. Ist irgendwie so weiß. Ja. Und vor allem ist er so glatt, aus was besteht denn der? Ist das ein Nackthund? Alter Scheiße, ist der hässlich. Ja. Oh, siehste. Siehste, toll. Gegenstand mitnehmen. Und schon haben wir was wir nicht hätten, wenn wir nicht rumlaufen würden. Ja. Du hast ein Schwert auf dem Kopf. Ja, stimmt, auffallend. Aber das können wir dann bestimmt verkaufen. Oh, guck mal, Questkarte. Es gibt nämlich auch Nebenquests. Noch nie. Ja, noch nicht wahrscheinlich, ja. Karte, haben wir schon eine Karte? Primäre, das ist Leibwechselhilfe. Okay, wir haben noch nichts. Also man muss die Karte quasi erst aufdecken. So, laufen wir jetzt mal hier ein bisschen rum. Oder geht's runter? Okay, ich nehme mal stark an, dass das hier nicht der Exerzierplatz ist, sondern dass der da oben. Ich gehe mal stark davon aus, dass du in die Richtung des Pfeils rein musst. Pfeil? Welcher Pfeil? Da oben auf der Minimap. Ah! Mensch! Seh das, dafür ist sie da. Ich habe gewettet, dass Mors Goron zurückbringen würde. Naja. Das sieht doch stark nach Exerzierplatz aus. Keltinger, du warst doch so aufgeregt wie eine Jungfrau, deinem Helden bei der Enthauptung des armen Gorold zuzusehen, nicht wahr? Hüte deine Zunge, Bauer. Abschaum von niederer Geburt wie du ergeht es häufig ähnlich. Hört ihn euch nur an. Hat noch immer die Milchzähne, aber will brüllen wie ein Löwe. Wer weiß, du kleiner Scheißer. Vielleicht bin ich es sogar gewesen, der dich in den Bauch deiner Mutter gedrückt hat. Noch ein Wort und es geht für dich zurück auf den Misthaufen, auf dem du geboren wurdest. Der Geruch des Sommers. Ach ja, das sollte man vielleicht noch trotzdem erwähnen. Sommer ist nicht, wenn es warm wird, ne? Sondern, also da nicht, sondern... Bei denen ist das ein bisschen anderer Jahrestakt. Die haben ganz langen Sommer und ganz langen Winter. Und das, was ihr da seht, ist momentan der Sommer. So mit dem Schnee im Hintergrund. Hört auf damit, Ritter oder Dieb. Ihr seid nun alle Brüder und gleich vor den Göttern. Ihr werdet nur kämpfen, wenn ich den Befehl dazu erteile. Verzeiht mir. Mein Eid sollte stärker als meine Herkunft sein. In der Tat, Kleiner. Hier bist du offiziell der Bruder von Schweinen und Vergewaltiger. Da ich euch ausbilden muss, werde ich euch zeigen, weshalb ihr zusammenhalten müsst. Greift mich an. Einer nach dem anderen. Jetzt müssen wir was machen. Okay. Lebenskraft. Magie. Da. Aktive Fertigkeit. Aktionsleistung. So, whatever. Das sind drei Einbunden, dann kann ich mir das Aha, okay. Na, Moment. Moment! Ich hab gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll! Ey, was soll das? Was macht der da? Komm in die aktive Pause. Ach, das ist gut. Was macht der da? Meine Güte. Okay, Vernichtung, Rollen aus der Tiefe. Wie wäre es mal mit einem normalen Angriff? So, als erstes. Das wäre doch mal toll. Rollen aus der Tiefe, das ist diese Flächenunterbrechung zum Beben. Genau, dann machen wir Dead. Und danach machen wir Dead. Und wie machen wir das jetzt? Wahrscheinlich musst du noch eins machen und dann... Noch eins, sicher. Ja, dann hast du ja drei. Vernichtung für den Panel. Was macht er da? Achso, der führt er das gerade aus? Wahrscheinlich. Ich glaube, hier ist nicht genügend Energie. Ha, bam. Okay. Gut, und jetzt? Ja, wie? Ach, wieder. Bestimmt wieder hier, hä? Nee. Okay. Yo, Kopfstoß! Okay. Was macht er? Ich weiß nicht, wie man angreift. Ah, das ist ein Angriff, okay. Das greift automatisch an.
greift an, wenn du es ihm sagst, aber das ist auch eine Aktionsleiste. Ach so, na, aber das macht er von alleine. Okay, so, das heißt, wir machen den hier. Und machen danach den. Okay. Jo, na, wir prügeln einfach mal ein bisschen auf dem einen, okay? Interessant. Okay. Was ist eigentlich das hier? Wir machen es einfach mal. Boom. Patrick, Poddy, greif an! Zeig mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich weiß nicht, was ihr meint mit Kampfsystem ist. Merkwürdig. Okay, grüner Kreis. Ausgewähltes Ziel. Okay. Na du, sag mal! Jetzt aber, hä? Boom! Und Bäff! Leute, hat er einen Bogen? Er hat einen Bogen! Der kleine Kirsch! Steht da hinten und schießt mit dem Bogen auf uns. Okay. Nein, 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 doch, mach das. Dann schlägt der einfach auf dich und ich bin besser. Stimmt auch falsch. Das ist schon weniger als die Hälfte der deswegen. Jetzt sind wir erstmal betäubt, jetzt geht's los. Was war denn jetzt? Hört auf! Achso. Moss, wir müssen uns unterhalten. Ich kehre gerade von der Krankenstube mit sehr traurigen Nachrichten zurück. Meister Aemon konnte nichts mehr für den Jungen tun. Er ist seinen Verletzungen erlegen. Sie waren einfach zu schwer. Dies sind dunkle Zeiten für uns. Es muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden, Moss. Für die Ehre der Nachtwache, bevor der Junge starb, hat er noch genug Kraft, uns den Namen seines Peinigers zu nennen. Es ist einer von uns, Kregan. Kregan? Zuerst desertiert Gorold und nun bricht einer unserer besten Veteranen seinen Eid? Du weißt, was ich von dir erwarte, Mors. Kregan führt die westliche Patrouille an. Sie haben die Schwarze Festung heute Morgen verlassen. Ich werde sofort aufbrechen. Soll ich die neuen Brüder mitnehmen, um Kregan aufzuspüren? Sie riechen vielleicht noch nach Sommer. Aber sie müssen lernen, wie die Mauer patrouilliert wird. Du musst allerdings ohne Patrick aufbrechen. Die Baumeister brauchen ihn. In Ordnung, Sio. Kregan. Er ist gewiss ein kräftiger Kerl. Ich weiß, dass er beinahe ein so guter Kämpfer ist wie du. Setze deine neuen Brüder keinen allzu großen Gefahren aus. Wir haben zu wenig Männer, um sie zu verschwenden. Wenn du dich beeilst, solltest du ihn in den Ruinen der Festung von Eismark einholen können. Verstanden. Eine letzte Sache. Ein Rabe hat Neuigkeiten gebracht, die dich betreffen. Ein Ritter im Dienste der Hand des Königs ist zur Schwarzen Festung unterwegs. Er kommt, um mit dir zu sprechen. Ah, das ist noch John Arryn, okay. Ach, ja. Ich werde aus Eismark zurück sein, bevor er ankommt. So sei es. Mögen die alten Götter mit dir sein. Hört her, ihr Krähen. Wir treffen uns am Westtor und brechen innerhalb einer Stunde auf. Patrick, Benjen sprach von mehreren Schwachen. Yay. Sekundäres Ziel? Achso. Hast du gerade nicht? Ja, habe ich gerade nicht. Aber man könnte mal gucken, ob man irgendwelche findet, weil ich habe bestimmt schon welche. Ein Inventar oder so. Wegen, weil wir haben ja eine. Nein! ja, können wir auch mal machen. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber speichern, ne? Immer okay.
Ja, die Navigation durch das Menü ist ein bisschen komisch, weil du musst nämlich nach oben gedrückt halten und dann so Inventar und dann nehme ich X drücken. Das ist ein bisschen komisch. Inventar, wir haben doch. Na, wie kommen wir hier durch? Achso, ah. Das ist noch die Info. Wählt die Waffe, ist eine Verdeckung aufgebunden. So, genau, wir haben nämlich das Bastardschwert. Die Henkers-Axt, Schaden pro Sekunde. Oh je, macht schon mal mehr Schaden pro Sekunde. Kritische Trefferschaden plus. Na, siehst du, das ist doch schon mal eine bessere eigentlich, oder? Sind beide zweihändig, von daher. Von daher gibt es keinen Grund, eigentlich nicht die Axt zu nehmen. Gut. Gürtel. Fionen sammeln, okay. Okay, das ist ja alles angelegt, oder? Ja. Das ist schwere Rüstung, das ist leichte Rüstung. Teilweise, also wir müssen gucken, dass wir da möglichst schnell schwere Rüstung kriegen, weil wir ja schon relativ viel Hunde da in schwere Rüstung reingesetzt haben. Okay. Gut, dann hätten wir das mal soweit. Interessant. Achso, da steht jetzt nochmal drin, was wir haben. Geschichte, Quest, Tutorial. Das ist klar. Muss ich dir nochmal angucken? Hä? Ja, ich muss dich nochmal angucken. Bitte. Also kann gelegentlich lange. Benutzung von Fertigkeiten. Hier. Fertigkeiten und unbestätigte Röhre. Ja, ist klar. Das Ziel ist, ist klar. Achso, okay. Gut. Okay. So, was ist denn hier? Was ist denn das? Dieses Symbol da? Ist das der Hund? Was ist denn das? Achso, das ist der hier. Haushornmeister der Schwarzen Festung. Alles klar. Aha, der hat Zeugs. Okay. Dann können wir nämlich mal. Verkaufen Sie, wir gehen vielleicht. Ja, ist klar. Wir könnten theoretisch nämlich mal verkaufen. Geld haben wir momentan nichts, wie ich das sehe. Verkaufen. So, jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, die Fiolen sollte man sich irgendwann mal zulegen. Hat er sowas irgendwie? Nee, ne, das sind das Waffen. Oder ich doch nicht, das sind Pfeile. Okay. Das könnte man theoretisch verstehen. Ist das null wert? Sehe ich das richtig? Das ist ja richtig dumm. Okay, dann können wir das jetzt noch nicht machen, aber wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas öffnen können. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Warte, hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Was sind da die anderen Symbole? Da sind doch noch mehr Symbole auf der Karte. Können wir mal gucken, ja. Was das so alles ist. Ja, ne, anfangs die Zurechtfindungsphase. Ach, das sind einfach nur normale Leute, oder? In dem Moment. Doch, das. Was ist hier? Ach, das sind Gebäude, okay. Kann ich anquatschen? Nee, kann man nicht. Ja, dann gehen wir einfach mal hier eisekalt in die Versammlungshalle rein, was? Weil irgendwo muss man ja seine Grundausrüstung herkriegen, also. Jetzt mal abgesehen von den Shirt und so. Worte sind wieder. Hä, wird Lannister nicht mit A geschrieben? Dachte Lannister? Na, da wird es mit E geschrieben. Also. Kann man sich jetzt zustreiten. Vielleicht auch eine Glaubensfrage. So, hallo. Sehr heimelig haben sie es hier. Was haben wir hier? Oh, siehste? Geld. Ah, das gibt hier verschiedene Währungsgrößen sozusagen. Ah, oh, das hasse ich immer. Das hasse ich immer. Mal umrechnen. Ist hier nichts, was man mitnehmen kann? Wenn da Geld rumliegt, da kann man noch mehr mitnehmen, garantiert. So, war da ein Auftrag? Gehen wir mal ein Stück zurück. Was? Wo, hier? Nein, andere Richtung. Ja. Dort auf der Minimap sieht das doch aus, als. Das ist der Ausgang hier, glaube ich, oder? Achso, du meinst, weil das so eine Rolle ist? Ja. Nein, ich glaube, das ist der Ausgang und.
Dann müssen wir, da geht's in Richtung der Quest, wahrscheinlich. Weißt du? Warte mal, hier, das sieht aus, können wir hier mit irgendjemandem reden? Können wir mit dir reden? Ich glaube, das ist tatsächlich der Hund. Na, aber... Nee, da ist noch was anderes. Das wird schon der sein, oder? Kann auch sein, dass das oben drüber ist. Es gibt ja auch noch einen. Oder das Beil. Aber ich kann hier... Kann ich nicht nehmen. Das gibt's doch nicht, hier muss doch irgendwas sein. Kommt schon, Leute. Ich muss raus in die Kälte, gebt mir was mit. Hier ist der, zack, Geld. Was zu trinken oder so? Oh, Truhe. Truhe? Nee, nix. Nix da mit Truhe? Okay, das ist ja ein bisschen... Da ist ja ein bisschen dünner, wa? Oh, hier. Kettenbeinlinge. Na, wenn das mal eine schwere Rüstung ist. Gucken wir. Gürtel, Rüstung. Kettenbeinlinge. Mittel. Naja, immerhin. Schon mal besser. Eine Verbesserung. Okay, also es gibt mehr Leben, verbraucht aber mehr Energie. Abwehrenmalus. Wahrscheinlich ein bisschen schlechter im Abwehren oder so. Keine Ahnung. Wir nehmen das einfach mal. So, wir gehen mal hier hoch. Wir vertrödeln jetzt hier zwar ein bisschen Zeit, aber besser so, als dass wir dann ständig sterben. Ich habe mich schon immer gefragt, wie Marsch es schafft. Wer bist du? Walter? Alter Walter! Das ist der. Naja, das ist der. Moas! Was willst du von mir, Walter? Ich habe die kleine Statue restauriert, die du mir anvertraut hattest, bevor du dich auf die Suche nach Gorold gemacht hast. Wirklich? Lass sie mich sehen. Es war wirklich ein Vergnügen. Normalerweise bitten mich die Brüder, ihnen eine hübsche Frau mit großen Brüsten und gespreizten Beinen zu malen. Das hier war etwas origineller. Ich weiß, dass wir nicht die besten Freunde sind, aber diese Statue ist ein Meisterwerk. Ich hoffe, ich konnte sie mit der Aufmerksamkeit bedenken, die sie verdient. Ich bin ziemlich stolz auf meine Arbeit, muss ich sagen. Ich habe ihre Originalfarben wiederhergestellt und sie sieht aus wie neu. Eine fantastische Arbeit, Walter. Ich habe noch nie solch ein überzeugendes Ebenbild des Kriegers gesehen. Es ist, als hättest du ihm Leben eingehaucht. Anscheinend hat der Frost meine Hände noch nicht völlig ruiniert. Ich hoffe, du bereust den Preis nicht, den du für diese Arbeit gezahlt hast. Ganz und gar nicht. Diese Statue ist mehr wert, als du dir vorstellen kannst. Das kann ich mir durchaus. Ich habe solch eine Arbeit bereits gesehen, aber nur einmal. In der großen Septe von Baelor in Königsmund. Ich erinnere mich an Legenden über Statuen, die von den ersten Schülern der Sieben hergestellt worden sein sollen, als sie noch in den Hügeln auf der anderen Seite der Meerenge wandelten. Sie wurden aus einem Stern gemeißelt, den die Sieben aus dem Himmel geholt hatten. Diese Statuen zeigten das wahre Gesicht der Götter, wie sie sich damals den Andalen offenbarten. Und es wird erzählt, dass die größten Helden der Andalen sie fortbrachten, als sie Westeros den ersten Menschen und den alten Göttern entrissen. Wie kommt es, dass ein Mann wie du solch ein wertvolles Objekt besitzt? Ich habe dich nie für besonders gläubig gehalten. Ganz ehrlich, die Dialoge hätten sie mal ein bisschen kürzer halten können. Diese kleine Statue des Kriegers gehörte schon immer meiner Familie, soweit unsere Blutlinie zurückreicht. Deswegen wandelt der Krieger unter uns. Hast du jemals von der Schlacht auf dem Feld des Feuers gehört? Das ist auch eine fantastische Legende. Zur Zeit von Aegon, dem Eroberer, schlossen sich der Lannister-König und der König von der Weite zusammen, um gegen die Targaryen und ihre Drachen zu kämpfen. Das ist nicht nur irgendeine alte Geschichte. Diese Schlacht fand wirklich statt. Und sie war das größte Massaker in der Geschichte der Sieben Königslande. An diesem Tag verloren mehr als 4000 Ritter ihr Leben im Feuer dieser drei gigantischen Drachen. Armory Westford, mein Vorfahr, kämpfte unter dem Banner des Löwen, wie es unsere Pflicht ist. Als die Schatten der Drachen den Himmel verdunkelten und ihr Feuer Mensch und Tier verzehrte, betete er für sein Leben, wie er es nie zuvor getan hatte. Er schwor dann bei seiner unsterblichen Seele, dass er die 6 fehlenden Statuen, die zum Krieger gehören, finden würde, bis er alle beisammen hätte. Armory überlebte und er begann seine Suche als Dank an die Sieben.
Er war nicht erfolgreich. Und unsere Blutlinie erbte diesen Spur. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einem leichter fällt zu glauben, wenn man solche Monster vor sich sieht. Auf jeden Fall ist das eine schöne Geschichte. Weißt du, vielleicht könnte ich dir helfen, dieses alte Versprechen einzulösen, Moors. Nehmen wir an, ich wäre interessiert. Was erhoffst du dir davon? Manchmal bringt es einfach Freude, an etwas zu arbeiten, weil es schön ist, Moors. Ich möchte gern beenden, was ich angefangen habe, bevor ich mich dem Urteil des Vaters stellen muss. Wie viel würdest du dafür verlangen? Nichts. Mir hat nichts mehr so viel Spaß gebracht, seit ich das Schwarz angelegt habe. Und du weißt, wie wichtig mir der Glaube ist. Wenn ich dir dabei helfen könnte, den heiligen Schwur deiner Ahnen zu erfüllen, würde ich die Götter damit ehren. Und wie willst du das tun? Diese Statue, sie wurde gefertigt, um Teil der Gruppe der Sieben zu sein. Ja, davon haben wir schon gesprochen. Warte, du verstehst nicht. Ich habe sie genau untersucht und ich kann dir sagen, dass sie gefertigt wurde, um mit anderen Objekten, die aus demselben seltsamen Gestein gemeißelt sind, eine Einheit zu bilden. Wahrscheinlich als Armreif oder Amulett, wie es bei den Kriegern der Andalen üblich war. So wie der siebenzackige Stern, den sie in ihre Brust ritzten. Ich glaube, ich kann sie restaurieren. Mehr als 4000 Jahre nach ihrer Erschaffung. Es wäre fantastisch. Also für eine Nebenquest ist das ziemlich viel Gelaber. Ich will die aber auch nicht ablehnen. Das ist halt Erfahrung. Alter, was schlägst du vor? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich müsste in der Lage sein, Kopien der anderen Statuen anzufertigen. Mit guten Modellen sollte das möglich sein. Das steht außer Frage. Das würde bedeuten, das Wort meiner Ahnen zu brechen. Es geht hier um einen Akt des Glaubens und die Ehre meiner Blutlinie, Walter. Vergib mir. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe nie ein Gestein gesehen, das mit diesem hier vergleichbar wäre. Vielleicht stimmt es doch, was die Legenden sagen, dass sie aus einem Stern gemeißelt wurden, der vom Himmel fiel. Wer weiß. Ich danke dir und muss jetzt gehen. Warte, ich kann sie restaurieren, so wie ich den Krieger für dich wieder ins Leben geholt habe. Diese Statuen sind zwar sehr selten, aber nicht einzigartig. Wie ich schon sagte, erinnere ich mich daran, drei ganze Statuensätze in der großen Septe von Baelor gesehen zu haben. Du sprichst von einer Welt, die uns verschlossen ist, mein Bruder. Ich würde diesen Traum gern mit dir teilen. Falls du es je schaffst, ein weiteres dieser kostbaren Relikte in deinen Besitz zu bringen, wird es sich kaum in einem guten Zustand befinden. Aber ich kann seine ursprüngliche Schönheit wiederherstellen. Okay. Ich danke dir, Walter. Deine Hilfe wäre wirklich unschätzbar. Wirklich? Nun... Jetzt kann ich nur noch zu den Sieben beten und hoffen, dass sie dir freundlich gesonnen sind, Moas. Wir haben den Rest unseres Lebens Zeit, das herauszufinden. Möge der Krieger deinen Arm führen und das alte Weib deinen Weg erleuchten. Und möge der Vater dir all deine Sünden vergeben. Da hast du verdammt recht, Bruder. Und möge das alte Weib dir helfen, nicht zu viel zu sprechen wie ein altes Weib. Der hat jetzt so lange gelabert. So lange gelabert. Das ist schon wieder der nächste. Rausgekommen? Ja, Erfahrung tatsächlich. Oh. Und ein Questgegenstand. Achso, das ist die Statue. Ja, das ist ja schon mal eine ziemlich große Nebenquest. Ist ja schon mal, also es ist ja nicht komplett sinnlos gewesen, aber es war schon ganz schön lange, Walter. Du kleine Sau, du. Das müssen wir uns merken, also wenn wir noch so eine Statue finden, dann müssen wir die zu unserem geschwätzigen Freund hier bringen. Und das wird aber wohl in diesem Teil nichts mehr. Das machen wir dann einfach im nächsten Teil. Bis dahin. Das liegt daran, dass die